Hallo und herzlich willkommen bei Bananenbrot TV. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen heute ein ganz einfaches, schnelles Rezept. Wir machen heute veganes French Toast. Welche Zutaten ihr dafür braucht, die zeigen wir euch jetzt. Für das vegane French Toast braucht ihr Toastbrot, Speisestärke, Pflanzenmilch, Agavendicksaft, Zimt, Zucker, Kokosöl. So Leute, warum machen wir French Toast? Ganz einfach, wir waren im Urlaub, wir waren in Tirol im Hotel und bei diesem super genialen Frühstücksbuffet stand die ganze Zeit, jeden Morgen stand da French Toast und ich bin da immer schmachtend dran vorbeigelaufen, weil es ja mit Ei gemacht ist, ne? Dann kann man das ja auch nicht essen. Dann habe ich mir überlegt, wir können das auch vegan machen und wir möchten das dann mit euch teilen. Ja, so machen wir das nämlich jetzt und das geht so easy peasy, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Als erstes gebt ihr die Pflanzenmilch in ein hohes Rührgefäß. Rein damit. Dann Zucker und Zimt schon da rein. Ich habe übrigens Rohrzucker genommen. Der bleibt jetzt wahrscheinlich hier kleben. Ne, tut er nicht. Alles reingeben. Dann kommt auch schon die Speisestärke dazu. Auch dazugeben. Zack. Und das müsst ihr dann alles schön verquälen, dass es richtig schön miteinander verbunden ist und keine Klümpchen da sind. Und jetzt möchte ich mal eine Sache von euch wissen. Wo sind unsere österreichischen Zuschauer? Sagt man das so? Keine Ahnung. Wir waren in Tirol. In Biberwir, das ist bei Erwald und bei Lermus. Und wenn wir Zuschauer aus diesem Bereich haben, dann schreibt doch mal einfach in die Kommentare. Hier, ich komme da und daher. Wir würden uns tierisch darüber freuen. Ihr seid gesegnet mit einem wunderbaren Land. Es war ein Traum. Wir haben was für unsere Gesundheit getan. Wir sind die Berge hochgeklommen. Hochgestiegen mit dem Kuba, das war total genial und ihr könnt auch was für eure Gesundheit tun und zwar ganz einfach, schaut bei musavital.de vorbei und kauft was für eure Gesundheit, gönnt euch was Gutes bei uns im Shop. So, wenn ihr alles miteinander verquält habt, dass auch keine Klümpchen da sind, dann nehmt ihr einfach hier ein Gefäß, wo das reinmachen kann, wo man das reinmachen kann. Sprache, schwere Sprache. Einfach da reingeben. So, im nächsten Step nehmen wir dann unser etwas trockenes Toastbrot, tunken das hier rein, dass es von beiden Seiten vollgezogen ist. Ich probiere das jetzt mal hier. Umso trockener das Toast ist, umso länger muss es da eingeweicht werden. Aber es soll sich jetzt einfach nur von beiden Seiten so ein bisschen vollziehen. Dann lassen wir das Ganze ein bisschen abtropfen. Auf einen Teller und dann macht ihr so weiter, bis ihr eure Toastscheiben richtig schön eingetunkt habt. So, wenn ihr eure Toastscheiben dann fertig habt, dann gehen wir jetzt rüber an den Herd zum nächsten Step. So, jetzt brauchen wir eine beschichtete Pfanne. Da geben wir das Kokosöl rein und erhitzen das alles. Das Gute bei Kokosöl ist ja, dass das schnell schmilzt und schnell erhitzt wird, da es ja so einen ganz geringen Taupunkt hat, ne? Das müsst ihr im Sommer einfach mal so stehen lassen, dann seht ihr, dass bei 22 Grad wird das schon flüssig. Ganz coole Sache. Ihr könnt natürlich auch normale Pflanzenbutter nehmen oder Margarine oder Öl. Das bleibt euch überlassen, was ihr da nehmt. So, jetzt gucken wir mal hier, dass das schön heiß wird. Wenn das Öl dann heiß genug ist, dann gebt ihr auch schon die Toastscheiben da rein. Und jetzt brauchen wir die eigentlich nur von beiden Seiten richtig schön goldbraun anbraten. Natürlich müsst ihr die Temperatur wieder ein bisschen runterdrehen, ne? Erst ganz heiß machen und dann die Temperatur runterdrehen, weil sonst habt ihr nämlich schwarzes Toast und nicht, da war eine Fliege, und nicht schön goldbraunes French Toast. Wenn das so ein bisschen anbappt, wenn das ein bisschen anbappt auf dem Herdboden, dann ist das gar nicht, auf dem Pfannenboden, dann ist das gar nicht schlimm. Dann geht ihr vorsichtig da so mit dem Pfannenwender da drunter, aber schön vorsichtig, damit das Toast nicht kaputt geht und pst, haut es einmal um. So sollten die guten Dinge aussehen von der Farbe her. Und jetzt gehen wir rüber zum nächsten Step. Was ist das klassische, was ist die klassische Form vom French Toast? Ein Dreieck.
kein Viereck, ein Dreieck. Also schneiden wir die jetzt einfach nochmal hier so durch. Also nehmt wirklich richtig schön altes, lätschiges Toast, was wirklich schon ein bisschen trocken ist, dann ist das einfach schöner. Als nächstes machen wir ein bisschen Agavendicksaft drüber. Ihr könnt auch Ahornsirup nehmen, ihr könnt auch alles weglassen. Ihr könnt Beeren dazu nehmen, wie ihr möchtet. Ich mache hier so ein bisschen Agavendicksaft drauf. Und dann streue ich mir noch, weil ich so ein Zimtfreak bin, streue ich mir einfach noch ein bisschen Zimt drüber. Weil das muss richtig schön lecker zimtig schmecken. Schaut mal, so sieht das dann aus. Genial, oder? Ich probiere das jetzt für euch. Ich werde mir wahrscheinlich so richtig die Schnüsse verbrennen, aber das ist mir egal. Oh, das riecht so lecker. So lecker. Gibt es was Leckeres als French Toast? Ihr könnt das übrigens auch deftig machen, wenn ihr möchtet. Ihr müsst es nicht süß machen, ihr könnt es auch deftig machen. Ich mag das so, das ist genial. Das solltet ihr unbedingt nachmachen. In 15 Minuten habt ihr eure Dinger da fertig. Schmecken super. Lasst ein Like für uns da, schreibt was in die Kommentare. Und wir sagen einfach nur noch Ciao mit V, Bananenbrot TV.